Ich begrüße euch. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie geht's Ihnen? Ja, sehr gut. Sehr gut. Das freut mich. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Sonne tanken können. Ich war ja im Urlaub und es war richtig sonnig, aber sehr arschkalt. Es war sehr kalt. Kalt? Es war richtig kalt. Ja, es war ganz schlimm kalt. Aber war nicht schlimm. Ich habe mich echt gut entspannt. Es tat gut. Und amüsiert. Ja. Ja, das ist doch super. Auf jeden Fall. Also, es geht los. Heute der erste Arbeitstag wieder. Richtige Auswahl hier an Motoren, ne? Ja. Und wir werden, weil wir nämlich Auswahl haben, werden wir das nicht ganz doof so machen, dass man dann ein Video von einem Motor macht und dann das andere Video von dem anderen Motor macht. Und deswegen werden wir Alle drei zusammen machen. Thumbnail in 3, 2, 1 und erledigt. Also, wir reden über unseren VQ35DE und über unseren R32 Motor, okay? Mhm. Das ist der Motor aus dem TT. Das ist der Motor aus dem 350Z. Beide Motoren werden wir natürlich erstmal in die Bestandsaufnahme schicken. Das heißt, wir nehmen sie auseinander, gucken uns sie an, wie sie vom Zustand sind. Sie waren von der Laufleistung her relativ ähnlich, glaube ich. Ich glaube, das waren 170.000, glaube ich, bei beiden in dem Raum. Beides Saugmotoren, 3,5 Liter, 3,2 Liter, hier 98,5 der Hub, 84er Bohrung. Bei dem R32 und bei dem VQ35DE weiß ich nicht. Beide Motoren sind relativ human von der Anfälligkeit. Hier können Steuerkettenprobleme mal auftreten, allgemeine Verschleißerscheinungen. Hierfür ist der Ventiltrieb eigentlich relativ unempfindlich. Das ist wiederum bei dem Japaner etwas anders. Das dran Schrauben aber, wie gesagt, an dem VQ35DE ist sehr, sehr geil. Es macht sehr viel Spaß, finde ich. Sind die japanischen Motoren generell eigentlich wirklich standfester, als es so die europäischen machen sind? Das ist eine geile Frage. Oder kann man das gar nicht so verallgemeinern? Ich habe immer den Eindruck, dass jeder sagt, das ist ein japanisches Auto, sagt jeder, ach, der Motor, den kriegst du nicht kaputt. Richtig. Ne? Also die Deutschen, so wie ich würde es beschreiben, die machen schon immer technologisch feinfühligere, speziellere Dinge an ihre Motoren dran. Die können ihre Achillesferse auch werden. Die sorgen aber auch dafür, dass die Motoren deutlich moderner laufen. Der Motor ist nicht so pfiffig. Der Tassenstößel und all sowas. Und es ist ein bisschen klassischer aufgebauter Motor. Aber du spürst bei den Japanern immer so einen Tick den Hauch zum sportlicheren Endresultat. Mhm. Das hier ist immer so gedacht, so, das hat eine Limitierung, weil es hat eine ganz klassische Klassifizierung, was er können soll. Und dann kann man ein bisschen Tuning machen und dann ist der Drops gelutscht. Und immer effizient. Ne? Genau, aber hier hat natürlich die Tuning-Industrie Vollgas gegeben. Diese Motoren kriegst du ja aufgeblasen bis zum Umfallen. Ja. Die auch, nur nicht in unseren Breitengraden. Ne? In Europa ist das nicht so der super Trend. In Amerika ist das schon ein riesengroßer Trend. Wie gesagt, wir werden die beide auseinandernehmen, beide uns angucken. Und was ich hierbei meinte, ist, warum es so viel Spaß macht. Du hast hier drei Ketten. Das ist, du nimmst den Deckel vorne ab, nimmst die kleinen einzelnen Ketten runter und das heißt, es ist super, super simpel zum dran bauen. Die wiederum sind auch jetzt nicht so super kompliziert, das ist auch schön dran zu machen. Aber ich persönlich finde den VQ35 deutlich angenehmer. Aber hier sind die Ersatzteilkosten, wenn es originale Nissan-Teile sind, wirklich sehr, sehr scheiße. Wirklich richtig scheiße, ne? Weil wir werden uns den Ventiltrieb auch angucken, wie das Maß ist von den einzelnen Ventilen. Weil wenn das nämlich zu groß ist, dann brauchst du neue Tassenstößel und die musst du einmessen. Ein Tassenstößel bestellen ist problematisch, nicht so kostenintensiv, aber du kriegst sie nicht. Das ist wirklich ein riesengroßes Thema. Da kannst du, wenn du Glück hast, vielleicht ein bisschen hin und her tauschen. Ich hatte früher so eine ganze Kiste voll mit Stößeln, aber da ich die weggeschmissen habe. Ja, wofür brauchst du die auch sonst? Ich habe halt nicht gedacht, dass es nochmal so in die Materie gehen bei dem Ding. Haben wir jetzt halt keine mehr. Damals hatte ich, glaube ich, irgendwie so, weiß nicht, 200 Stößel oder so. Und jetzt halt nicht mehr. Das heißt, es gibt auch keine Seiten oder wenig Seiten, wo du jetzt noch Ersatzteile für den Motor bekommen würdest. Boah, aus Deutschland. Bei einem Tuner gibt es nicht. Okay. Das gibt es nur bei Nissan. Genau, aber trotz alledem werden wir halt sehen, wie das Tuning-Potenzial ist. Beide sind in der Tuning-Industrie extrem gepusht worden. Das ist japanisch-amerikanisch. Mhm. Das ist deutsch sein Vater. Also das ist wirklich super deutsch. Und ich würde auch sagen, dass die Endleistungsresultate hier höher sind. Weil die Jungs haben deutlich mehr übertrieben. Hier haben wir auch einen Gussblock. Hier haben wir einen Alu-Block. Gerade auch Fragen. Ne? Mhm. Das heißt, der Alu-Block ist natürlich irgendwann im Ladedruck limitiert. Habe ich Ladedruck gesagt? Ich glaube, es kam aber nicht aus deinem Mund, glaube ich. Es kam irgendwo anders. Mhm. Aus dem Hintergrund, aus dem Background. Da steht einer in so einem Mann. Ladedruck. Hier ist
Deutscher Ladedruck. Japanischer Ladedruck. Ja. Ja, ist ja Tuning Battle. Genau. Genau. So, also, wir machen die beiden Kollegen auf und gucken uns die Zustände an von den einzelnen Motoren. Was erwartest du? Beiden geht's gut, weil die Leistung und das Reintreten, also ich sehe schon echt asozial für so ein Asizial. Asizial? Erster Tag in einer Kamera reden. Muss erstmal alles sortiert werden. Da kommen erstmal neue Begriffe raus. Das ist asozial. Nein, beide haben viel Punishment auf der Lassisee bekommen. Keiner hat Probleme gemacht. Der Grund, warum ich sage, Lassisee ist so ein Problem, weil es super enge Kurven sind, sehr viel Gehkräfte sind und dann wieder rausbeschleunigen, bremsen, machen, tun. Das heißt, es ist für die Ölversorgung eigentlich immer relativ viel Stress. Mhm. Der Motor neigt schon ein bisschen dazu, mal Ölproblematiken zu haben. Aber ich denke, es liegt eher daran, dass die Leute, weil der hat ein es ist relativ schwer, das Öl zu messen. Weil wenn du den Ölfallstab rausziehst, dann klackert der am Kopf vorbei, klackert der an der Ölwanne vorbei und dann hast du relativ viel, wieder was vom Fallstab abkommt. Und somit hast du das Problem, dass du da einfach sehr schlecht messen kannst. Mhm. Und somit kippen die Leute meistens zu viel Öl drauf. Oder auch, dass er sehr viel Öl verbraucht. Sie gucken aber erst deutlich zu spät und dann hat der Motor zu wenig Öl. Dann laufen die Nockenwellen ein, dann sehen die Lagerschalen aus wie nach der Normandie. Also hier können schon Sachen auf einen zukommen. Das kann dir aber auch hier genauso passieren. Ja, aber wie gesagt, wir quatschen zu viel. Wir machen auf und gucken uns erstmal oben rum an, wie es dem Ventiltrieb geht. Los geht's. Non più drei Farfalon amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo. Ja! Wo waren die denn schon wieder? Ja, drüben. Hä? Drüben. Ja, wie drüben? Ja, drüben. Ja, was wie drüben? Meine Ui. Fresse. Also, wir haben einmal R32 offen, wir haben einmal VQ35E offen und er riecht gut. Denn was man bei den Motoren sofort merkt, wenn der stinkt, ist eigentlich Kacke auf jeden Fall am Dampfen. Er hier ist vom Öl, von der Ölqualität würde ich sagen, war er deutlich schlechter unterwegs. Dunkler, ne? Richtig. Genau, dunkler. Da sind mehr Rückstände drin, obwohl die Laufleistung ähnlich ist, wenn der Tachometer nicht verdreht wurde von diesem Kfz. Auto sauber. Und er sieht noch relativ goldig aus. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir hebeln jetzt mal hier so ein bisschen an. Den habe ich gerade schon gelöst, das weiß ich. Und gucken uns mal an, wie oben die Schale aussieht. Die Brücke von der Nockenwelle. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir schon mal wirklich außerordentlich gut. Die müssen wir gleich rausnehmen. Nockenwellen runter. Das können wir schon mal machen. Gucken wir uns hier die Front an. Das ist auch ganz schön gebaut, weil über diese kleinen Steller hier verstellt er den Ölkreislauf, ne? Und beanschlagt dann diese kleine Spange hier. Siehst du diesen Druckzylinder hier? Und der drückt dann hier runter. Und wenn der sich runterdrückt, hier ist eine einzelne Kette hinter, ne? Und wir haben hier nur die Nockenwellenverstellung nur auf der Einlassseite. Die Auslassseite dreht sich ganz normal mit. Wir haben nur den Nockenwellenversteller hier auf der Einlassseite. Hier hinter ist der Spanner. Den kann man dann gleich hier so zusammendrücken ein bisschen, dann spritzt ein bisschen Öl. Und dann kann man da oben eine Nadel reinstecken, dann kann man den so separat rausnehmen. Das gleiche geht hier mit. Dann drückst du den ganzen Apparat zurück und dann ist die Kette halt nicht mehr gespannt und dann kannst du die ablegen. Mhm. Was aber schön zu sehen ist, dass die Verfärbung halt nicht so krass ist, weil die gibt es auch in der Farbe, ne? Hier drin. In rostbraun. In rostbraun. Das sieht ganz gut aus. Wir können es einmal die, dann springt das ein bisschen, das ist nicht so schlimm. Weil du siehst hier, die Markierungen sind auch ganz gut gemacht, ne? Wie du die Kette wieder auflegen musst. Können wir uns mal oben angucken, wie die Verschleiße, wie das Verschleißbild ist auf der Laufschiene da oben. Und das sieht noch wirklich, wirklich, wirklich top aus. Also ich glaube, dass der Tacho nicht so weit verdreht wurde. Nicht so extrem. Nicht so doll, nicht so doll. Was ich hier sehr gerne mache bei dem Motor, weil alles Alu in Alu ist, ich baue immer gerne die originalen Schrauben wieder rein. Weil der VQ35 hat sehr viel unterschiedliche Schraubenlängen. Da kann es passieren, dass du voller Elan mit einem Typen am Quatschen bist, du schraubst zusammen und denkst so, oh, die geht aber schwer rein, dann zum Schluss machst du nur so. Und dann ist Ende. Dann ist die Freude richtig groß. Genau. Also das sieht alles toll aus. Die Kette, es gibt Ketten, die sich lenken können. Wenn eine Kette sich extrem lenkt, erkennst du es meistens daran. Wir gehen einfach auf die andere Seite. Siehst du diese beiden Sensoren hier? Das sind die Nockenwellensensoren. Die oben ein geschnittenes Bild haben und an diesem Bild erkennt er einfach, wo er gerade steht. Okay. Mhm. So, wenn die Kette sich so doll lenkt, dann fängt
an, dass die Steuerzeiten sich langsam verdrehen. Und das wird über einen Fehlercode an dem Steuergerät hinterlegt sein, weil er erkennt, dass die Steuerzeiten nicht mehr passen von den Nockenwellen oben, weil er sich so weit reindreht. Okay? Passiert aber relativ selten sowas. Das passiert hier bei den Motoren schon mal öfter. Ja, wie gesagt, wir machen erstmal ihn jetzt auf, gucken uns jetzt hier an, wie die Kolbenringe aussehen, wie die Laufbahn aussehen, wie all das aussieht, um halt wirklich eine Idee zu haben, kann man den noch tunen oder nicht? Der auch, was auch geil ist, wenn du den Motor so siehst. Das ist schon echt geil. Guck dir mal den Kanal an. Hat einen ordentlichen Durchmesser. Ja, Mann, das ist ja gemacht für Boost. Hat er Boost gesagt? Ja, schon wieder. Das kam irgendwie aus dem Hintergrund. Verdammte Scheiße. Also, es ist halt gemacht, um da Ladedruck reinzupumpen. Das ist schon schwuppdiwuppdiwupp. Ne, da geht was durch. Also, Kette hängt sich der Mando heute Abend um den Hals. Und dann geht's ab nach Hause. So ein Mädelchen. Wo ist er? Da ist er raus. Er holt sich eine Büroklammer. Eine Büroklammer? Mhm. Also holt sich eine Büroklammer und kannst die dort reinstecken. Siehst du das Löchchen? Nee. Da ist so ein ganz kleines Loch. Ach da. Warte mal, vielleicht. Mhm. Ne? Aber ich kann den Mando auch ärgern, indem ich es trotzdem schon rausziehe. Nee, lass ich lieber. Krieg Ärger. Aber ich kann gucken, ob ich schon mal bewegen würde. Ja, wie geil. Hast du eine Klammer? Büroklammer? Halte ich das so, jetzt steckt er das da rein, ich lasse ein bisschen runter und dann kommt das Loch, perfekt. Und dann machen wir so, kannst du anfangen? Halt mal. So, jetzt halten wir die Kette auch so in Position. Der Mando hat das schon markiert, die Nockenwellen müssen auch auf dieser Seite zueinander kommen. Die sind alle gleich zusammen drüber. Ich hab das nicht so gemacht. Ich war zusammengehalten. Und dann müssen wir hier wieder aufpassen, dass da die Gummidichtung nicht wegfliegt. Ja, weil das ist alles Nissan Scheiße. Weil Nissan. Bekommst du nicht. Genau. Dann gibt es welche, die sind ein bisschen kleiner, dann gibt es welche ein bisschen größer, damit geht das auch. Aber es ist halt alles nicht so geil. So, dann lösen wir die Zehner gleich hier unten rum. Dann kann man, wenn man will, den Kopf in einem Rutsch schon demontieren, wir lassen die Nockenwellen drin. Das können wir auch ruhig lassen. Wieso nicht? Kommt da an die Schrauben dran? Ach so, bei Tuning-Nockenwellen, Entschuldigung, die haben Aussparungen, die geschmiedeten, da geht das. Serie Kacker. Genau, und da drunter sind gleich die Tassenstöße. Das haben wir vorhin schon kontrolliert. Also vom Abstand her sieht das, geht so aus. Er war aber auch nicht so laut, wo wir ihn auf dem Prüfstand hatten. Deswegen, das war schon. Und wir können aber gleich mal eine Sichtprüfung machen, wenn die Nockenwelle raus ist, ob die Tassenstöße so leichte Betten haben. Weil sobald nämlich ein Abstand ist zwischen der Nockenwelle und dem Stößel und der zu groß ist und die Nockenwelle kann anfangen richtig zu schlagen, dann kommt erst die Verletzung in der Tasse oben. Okay, dann verformt sich das richtig? Ja, ja. Okay. Können wir ein Bild reinmachen. Also du siehst welche, da sind die richtig so. Aber halt umso krasser da der Schlag drin ist, ne, umso weniger passiert was. Yeah! Aber schön zu sehen, was gerade passiert ist. Pass auf, guck mal hier. Siehst du das? Mhm. Die ist voll mit Öl. Siehst du die Öffnung hier? Ja. Ja. Da ist ja, es muss ja auch eine Schmierung stattfinden in den einzelnen Gassen. Da kommt jetzt mal schon ein bisschen Geruch gerade mit. Von Öl, was mal ein bisschen heiß wurde. Wir gehen einmal hier so drüber, über die einzelnen Stößel. Ich kann auch gleich mal einen rausholen, wenn ihr wollt. Was auch ganz interessant ist, so ein Stößel ist konzipiert, dass der sich dreht. Also der ist, wenn der Wagen läuft, laufen die nicht statisch, sondern die drehen immer sich ein bisschen dabei. In der Regel müssen die auch rauskommen. Siehst du, da kommt er. So, da haben wir ihn. So, hier unten ist die Kennung 808U. Und das bestimmt den Abstand von dieser Länge hier. Von diesem Höcker, der da drin ist. Mhm. Siehst du das? Weil dieser Höcker ist passend zu dem Ventil und zu dem Ventilsitz. Okay? Okay, ja. Und das ist dann wieder passend zu dem Maß, wie die Nocke oben drüber läuft. Jetzt knirscht es gleich ganz kräftig. Weil das ist eine mehrlagige Metalldichtung. Wenn du das losmachst, kommen gleich echt komische Geräusche. Aber der riecht gut, ne? Also der könnte wirklich viel verbrannter sein. Ja, knirsch, knirsch. Mhm.
Vanille. Große Kolben. Das sind wirklich große Kolben, das stimmt. Der ist 10,9 verdichtet und die 350Z-Motoren waren, glaube ich, in der Gegend von der Verdichtung. Warum ist da Sand drin? Was? Vom Aufhebeln gerade vielleicht? Was ist das denn für Körner? Hier auf. Rückstände, ne? So Verbrennungsrückstände. Aber sehr sandig. So, der Armando dreht hier mal. Ah, wir müssen nur aufpassen, drüben sind die Nockenwellen. Weil du musst aufpassen, wenn du den Motor drehst und du hast die Steuerzeiten nicht drauf, dann kann es passieren, dass du beim Drehen den Kolben gegen die Ventile drückst und dann hast du nichts gekonnt. Guck mal hier. Ist das überall? Jo, was ist das? Sand. Der kann das wahrscheinlich mal abmachen. Krass, ne? Da ist Sand besonders gut. Das passt, genau. Dann gucken wir uns jetzt mal den Kreuzschliff an. Mhm. Bei dem V-Motor muss man wirklich sagen, dass es da manchmal Auswaschungen gab auf der äußeren Bank, relativ weit oben. Komm mal ein bisschen hier hinter mich. Ja. Das sieht noch gut aus, oder? Ja. Das sieht wirklich ganz gut aus. Ja. Dann einmal weiter drehen. Ja, da haben wir so eine leichte Auswaschung hier. Das könnte zum Beispiel damit in Verbindung hängen, wie der Kolbenring aussieht am Kolben. Das werden wir gleich sehen. Mhm. Noch einmal weiter. Da auch ein bisschen. Ja, da haben wir auch kurz dran. Mhm. Ja, da haben wir auch so eine leichte Verletzung, aber das ist alles wirklich nicht so schlimm. Vor allen Dingen, was ganz geil zu sehen ist, ist, dass der Kolben noch relativ wenig, also Belastung auf dem Kolben hat. Ja, das gibt es auch in deutlich dunkler, deutlich schlechter. Das ist meistens ein Indiz dafür, dass die Person nicht so wertigen Treibstoff gefahren ist. Ne? Weil da sind sehr viele Rückstände noch im Brennraum drin. Das haben wir nicht. Und wenn wir den Kopf einmal anschauen, den dürfen wir nur nicht umdrehen. Weil dann fahre ich die Tassen nämlich raus. Und dann ist die Stimmung. Hä? Die Tassen. Ja, die Tassen? Stimmt, hat er Wedding schon. Okay. Ja. Ja, aber wenn die Tassen rausfallen. Wenn die rausfallen, ne? Die müssen wirklich dahin, wo sie... Ja, 100%. Was machst du denn? Also es kann ja passieren, du machst mir erstmal einen Motor auf. Ich habe eine schöne Geschichte, das habe ich glaube ich schon mal erzählt mit Björn Pieper. Da habe ich vielleicht 6-7 Stunden an einem Kopf gesessen, die einzustellen, die Tassen, ne? Mhm. Und ich bringe den Kopf zu ihm. Ich weiß es noch ganz genau. Das hast du erzählt, ne? Ja. Und er so, ah geil, guck mal. Und dreht den um. Ne? Und ich dachte mir nur so, Alter. Und er lacht. Er wusste in dem Moment auch, was passiert ist. Oh je. Ja, was machst du dann? Neu messen. Nockenwellen rein, neu messen. So, das sind unsere Auslassventile. Das ist relativ nass hier. Warum ist das so nass? Muss aber nichts zu tun haben. Kann auch sein, dass ein Wasserkanal in der Nähe war. Durch die hohe Temperatur sind die Auslassventile super hell. Und die Einlassventile sind dunkel. Von den Sitzen her sieht es ganz gut aus. Ich sehe auch keine Risse. Risse zwischen der Kerze und dem Auslassventil. Dann sind da so kleine Ventilschaftdichtungen noch oben drin. Die können auch gerne mal verschleißen. Nur aus Erfahrung bei einem 350er Motor, wenn der gut läuft, so und für das, was wir jetzt vorhaben, dann lass ihn in Ruhe. Ich bin mir sicher, ganz viele sagen im Gegenteil, aber dann lass ihn. Also bis jetzt, wir haben so viele Turbo 350Z gebaut, die alle noch wirklich schön laufen und wirklich immer nur repariert, wenn er sich irgendwo gemeldet hat. Sonst sind die in dem Saugerstand auch wirklich oft sehr, sehr gut. Also die Saugertechnik ist für eine Aufladung wirklich oft sehr gut. Könnte es sein, dass die andere Bank dann jetzt plötzlich, also rein theoretisch, komplett beschissen aussieht? Wenn zum Beispiel in der Fuelwell was falsch wäre, dass dann der ganze Kanal nicht genug Sprit bekommt oder eine Düse könnte kaputt sein oder eine Kerze, eine Zündspule. Das könnte passieren, auf jeden Fall. Die ganzen Drehmomente, um das Ding später zusammenzubauen, die kriegt man dann speziell von Nissan oder ist das so allgemein? Kriegst du eigentlich immer vom Hersteller? Gutmann-Tester ist was drin. Genau, aber da wir ja umbauen auf andere Bolzen, auf Stehbolzen. Kriegen die wieder ja klar. Genau. Und ich habe jetzt in der Mitte gelöst, im Kreis, das könnte man auch hier über Kreuz, damit sich dieser Alu-auf-Alu-Kopf, also Alu-Block und Alu-Kopf, so gleichmäßig wie möglich zurückzieht. Genau. So, würde ich gerne vorschlagen. Wir drehen das und in der Zwischenzeit nimmt Armando den Kopf runter vom F32. Mhm.
Dann nehme ich gleich eine Lagerschale runter vom Pleuel und gucken uns mal die Pleuel-Lagerschale an. So, also. Ach, dieser komische Sand drin. Schmiersand. Das sieht okay aus. Das sieht auch okay aus. Ja, okay. Ich hätte es nicht gedacht, weil man muss überlegen, den Set, den wir gekauft haben, der ist einer der günstigsten oder der günstigste im Netz gewesen. Und wir gucken hier auf einen Motor, der vom Zustand her alles andere als irgendwie schlecht ist. Ja. Aber das ist schon geil, muss ich wirklich, wirklich sagen. Wir drehen den ganzen Kollegen einmal um. Das ist so ein Ölspritzblech. So, bei richtig schlimmen Motoren, ne? Ja. Siehst du jetzt schon, wenn man zum Beispiel so macht, dass es richtig schmatzt, weißt du? Weil das Pleuel schon so sich abgebaut hat, dass das hier auf der Kurbelwelle schon hin und her zappeln kann. Ja, das sieht schon mal gut aus. Warum? Ich will es noch nicht. Wieso? Heute noch wir haben vorhin noch mal gesprochen. Du musst eine Umfrage machen, wir müssen ihn retten. Oh nein. Ich komm mal mit. Ich sag's dir, er braucht Rettung. Komm mal an. Komm mal auf. Ja, das hört sich gut an. Der muss geräuschen. Komm mal aus. Sag das nicht. Ist viel Liebe hier für das Kfz. Lach nicht so, Armando. Das kann doch nicht sein, Baby. Das kann doch nicht sein. Ich liebe dich. Oder hat er ihn? Das hört sich nicht danach an. Ja. Wo musst du hin? First Stop. First Stop? Ja, das schafft er locker. Viel Spaß. Das wohl! Sag ich doch. Wie eine 1. War nie besser. Hier, lösen mal das Pleuellager. Was wissen denn die Schwanzeln mit der Ugly Bitch? Als hätte sie gewusst, dass wir drüber gesprochen haben. Echt? Hast du gedacht, das ist der richtige Moment, um zu zeigen, dass es mir nicht gut geht? Mir geht's richtig schlecht. Keiner kümmert sich um mich. Seit Jahren. Nur der Engel. Der guckt hin und wieder mal über mich drüber. Und die anderen gehen nur über mich drüber. Müssen wir aufpassen? Ist das aufpassen? Dass das untere nicht verrutscht. Und da ist das Schloss. Schloss auf der gegenüberliegenden Seite, auf derselben Pleuel-Seite. Jetzt gehen wir einmal hier so durch. Und ich würde sagen, das ist zwar nicht mehr neu und auch nicht mehr super toll, aber wir sind weit weg von einem Pleuel-Lagerschaden, die so einen Motor mal haben kann. Also sowas kann mal vorkommen. Also für die Laufleistung, für den Preis, für den Zustand, muss man ganz ehrlich sagen, ist das wirklich ein guter Kauf. Wirklich ein guter Kauf. Wir machen nochmal vorne einen runter. Ah ja. Nicht geil. Also aber nicht im Arsch. Ja. Für wenn es jetzt als Saugmotor weiterfahren müsste, wie viel gibst du der Lagerschale an Kilometer? So wie er ist, beim normalen Gebrauch als Saugmotor? So, das ist nochmal gut. Ja. 50.000, 80.000. Ich würde auf jeden Fall damit weiterfahren. Ja. Aber geil ist er nicht. Und es ist kein Honda. Ist so. Honda-Lagerschalen oder Honda allgemein sieht schon oft sehr gut aus. Bei Serienmotoren, nicht Turbo. Die ganzen Turbo-Jungs, ach ja, wirklich? Okay, also ich würde sagen 350Z, das gefällt mir schon mal sehr, sehr, sehr gut. Da sind keine Bauchschmerzen, dass man sagt, ja, wir müssen einen anderen Motor kaufen, einen anderen Block kaufen. Das sieht wirklich okay aus. Jetzt gucken wir noch mal eben schnell über den R32, was deutlich simpler ist. Das ist ein Kopf. Mhm. Wenn der Kopf runter ist, sehen wir alle Zylinder, wir sehen alle Ventile und können halt den Zustand sehen, drehen noch einmal um. Können auch, glaube auch relativ simpel, können wir auch einen Pleuel sehen. Und dann sind wir fertig mit dem Video. Okay. Und wissen zumindest technisch gesehen ein, zwei Sachen über die Motoren, den Zustand und dann geht es auch wieder ans Tuning. Ja, endlich. Wir sind ja eh nicht bei den PS-Profis. So, da ist die Nockenwelle noch auf Zug. Da auch. Oh, da sind wir ein bisschen dran gekommen. Ist das schlimm? Nee, ne? Nee. So, also, Risse.
An der Kerze sehe ich so keine. Der Kopf sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Der Kopf ist auf jeden Fall auch moderner. Wenn man sich anguckt, Position der Ventile, diese ganzen Ausbuchtungen, das sind alles Sachen, die für das Verbrennungsbild und für den Kolbendruck oder für den Druck im Brennraum halt zuständig sind. Dass auch eine saubere Verwendung stattfindet, dass alles dementsprechend toll läuft. Da ist der Kopf von dem 350er ein wirklicher ganz normaler Brot- und Butterkopf. Das ist halt typisch deutsch. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Also vom Zustand ist das kein Problem. Hingegen, wenn man den Krümmer sieht, ist das schon wieder scheiße. Ne? Weil, guck dir mal an, also das ist ein 3,2 Liter Motor. Der prügelt die drei hier rein und dann hat er das hier. Ja, ist nicht viel. Nee, das ist wirklich nicht viel. Und das ist auch nicht dafür gedacht, dass es irgendwie vernünftig laufen soll. Aber dieses frühe Zusammenführen macht aber auch dieses ganz klassische Klangbild. Weil alle Autos mit einem Fächerkrümmer, mit einer langen Rohrführung, spät zusammengeführt, werden sehr schnell sehr hell und sehr blechernd. Aber der klassische Sound ist halt auch sehr stark in Verbindung mit diesen Doppeldingern hier. Man kann es relativ gut nutzen für eine Biturbo-Aufladung, aber ich höre gerade jemanden reden. Sekunde mal, warte mal, hörst du mal? Was sagst du? Was? Du hättest Bock? Deine Haare liegen. Ah, du hättest Bock, also hier drauf. Okay. Ja, dann ich leg ein Wort ein, dann kannst du mitmachen. Wir machen nicht Biturbo, also ich glaube Single Turbo wäre besser, oder? Wir machen das. Wir kriegen das hin, dass du das machst. Ist ein Deal. Ja. Verspreche ich dir. Also gucken wir uns mal den Block an. Und kopftechnisch ist alles in Butter. Und wie wir ja wissen, auch vom Supergolf, was derselbe Kopf ist, ist da auch eine Menge Potenzial. Da kriegst du eine Menge Luft durch, da kannst du sehr, sehr viel machen. Wir haben zwar beim Supergolf den Kopf sehr stark bearbeiten lassen, aber auch ein serienmäßiger R32-Kopf kann gut und gerne 500 PS durchpusten. Und das ist schon gut. Ist aber auch logisch, weil der Motor lebt von seinem Saugprinzip. Der hat große Kanäle, weil es halt ein Saugmotor ist. Und dann Turbomotor, also Turboaufladung auf dem Saugmotor ist immer gut. Spitzenmäßig, du. Die Motorenöle heutzutage werden immer besser. Nee, ist doch so. Guck dir mal an, wie gut der Motor aussieht. Das ist auf jeden Fall der billigste TT. 3,2 DSG. Und man erwartet ja, dass man dann direkt Scheiße kauft. Aber es ist nichts Scheiße. Kette können wir auf jeden Fall neu machen. Wenn man das schon auseinander hat, ne, dann... Ja, ja, auf jeden Fall. Was auf jeden Fall krass ist, ne, beim Runterziehen streift er den komplett wieder sauber, was auf jeden Fall für die Kolbenruhe spricht. Mhm. Durch diese VR6-Anordnung, ne, also ein VR-Block, ist es wirklich super interessant zu sehen. Seht ihr, wie schräg das Bild hier oben ist, wo die Verbrennung stattfindet? Fahr den mal auf OT. Das heißt, der Kolben kommt nicht so hoch, sondern der kommt so hoch. Mhm. Ne? Nee, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde sagen, gucken uns noch einmal eine Lagerschale an und dann haben wir das auch fertig. Ah, sieht das toll aus. Wir haben auch richtig einen tollen Tag heute, ey. Lach nicht, echt? Ja, es ist alles keine bösen Überraschungen. Ach, mal so, 0,0. So, ich lasse dich nicht wundern, denn das liegt da drin. Das ist ja noch besser, Alter. Das ist besser als beim Supergolf damals, der Basismotor. Noch besser? Ja. Ich mache jetzt hier Schluss. Gute Käufer. Ist eh schon eh lang, das Video. Ja, das stimmt. Das ist wirklich lang. So, beide Motoren sind eine gute Basis. Wir werden die jetzt auf den Tisch legen, einzeln. Und dann werden wir euch zeigen, was für Motor-Tuning-Komponenten... Das verrate ich euch gar nicht. Ich mache jetzt einfach Schluss hier. Wir sehen uns einfach morgen, denke ich. Tschüss.